Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Minecraft Technik SMP RT Version 2. Wir haben mit dabei der Crazy252. Hallo. Und mein einer, der Doschel-P. So, wir sind hier gerade mitten in der Pampa. Praktisch bestimmt, wieso? Und zwar haben wir hier eine mysteriöse Ruine gefunden und die schon gefährlich am Brodeln und am Dampfen ist. Ja. Was wollen wir es erkunden? Ja, es sieht zwar klein. Bin gespannt. Ja, es sieht zwar klein aus, aber Vorsicht, da ist ein Hebel. Was wohl passiert, wenn man ihn umdreht? Was ist das? Ich merk nix. So, war eine kurze Unterbrechung. Was ist denn jetzt hier los? Was? Nein. Lauf! Nein. Achtung! Oh mein Gott. Was haben wir da beschworen? Oh Scheiße. Wir müssen es besiegen. Oh ja. Komm her, stirb! Wow. Der frisst aber richtig gut damit. Oh. Ich hab Legs. Oh ja. Oh oh. Übernimm du mal kurz. Wir haben uns natürlich schon gedacht, dass sowas Blödes passieren würde und haben uns ein bisschen gut darauf vorbereitet. Oh Scheiße. Was haben wir da nur gerade beschworen? Definitiv nichts Gutes. Ich merk's. Ich gebe mir mal gerade Regeneration und Stärke. Wow! Scheiße! Ich übernehme. Oh. Er geht in Nahkampf über. Boah, da hätte ich dich fast getroffen. Scheiße! Er ist tot! Und ich hab schon wieder einen Tod. Hey, ich hab den Wizard-Stern. Und ich habe ein Miniatur Yellow Heart und ein Division-Siegel. Alter. Was haben denn jetzt meine Sachen? Ich hab keine Ahnung. Aber vor solchen Ruinen müssen wir sie in Acht nehmen. Sag bloß, die hängen jetzt noch da oben. Oh Mann. Ich wäre dafür, dass wir uns mal kurz von dem Schocker holen. Wir sehen uns gleich wieder. Und mit so einem Monko mache ich ein Let's Play. Ich habe übrigens schon die Aufnahme gestartet, ne? Oh Mann! Wir haben es geschafft. Wir haben die Bestie besiegt. Und einen Netherstar als Errungenschaft bekommen. So, ich hoffe, diese kleine Inszenierung hat euch Spaß gemacht. Hör mal auf, das erzeugt irgendwie ein paar Lags bei mir. Hallo. Danke. Wow. Auf jeden Fall. Also, was wollen wir jetzt daraus machen? Ja, das ist eine gute Idee. Wir beide haben uns nämlich was überlegt. Wow. Das ist aber nicht das, was am Lenken ist bei mir. Ich laufe gerade mit 12 FPS rum. Oh, nicht schön. Ja, was geht. Müsst ihr euch halt mal dran gewöhnen. Tut mir leid, könnt nichts dran machen. Ah, hier geht's. Wenn ich da lang gucke, sind es 20 FPS. Okay, sieht das. Ah, müssen wir einfach mal schauen. Müssen wir mal nachher mit Opus mal drüber laufen lassen. Ja, mal schauen, was diesmal rauskommt. Mhm. Ja. Wie gesagt, das war eine kleine Inszenierung von uns. Wir hatten ja schon mehrmals darauf spekuliert, was es sein dass wir den zusammen machen, aber da keiner richtig Schluss drauf hatte, haben wir gesagt, ja komm, jetzt machen wir ihn endlich mal zusammen, wir beide, und fahren dann irgendwann mal einen neuen. So, aus dem Netherstar haben wir beide uns mal was Feines überlegt, und zwar gehen wir mal auf den Mod Mind Factory Reloaded. Da gibt es ja hier so ein paar schöne Maschinchen und alles. Wir wollen auf etwas ganz Bestimmtes, und zwar den sogenannten Porter Spawner, der gemacht wird aus 6
2 Inderium, 4 Invar und 2 Clearglass, Cracked Clearglass oder halt irgendein anderes Glas. Was kann der Porter-Spawner? Der Porter-Spawner kann Spawner bewegen. Halt wie damals die Portal Gun, Gravity Gun, die wir ja nicht im Pack haben. Wollen wir das jetzt über. Okay. Ja. Das wollen wir jetzt halt über die. Über den Porter Spawner machen. Schauen wir mal nach. Haben wir noch Invar? Und der Porter Spawner ist nicht so wie die Diamant Dolly, weil die nutzt sich ab, sondern der Porter Spawner nutzt sich überhaupt nicht ab. Das ist das Geile an dem. Ja, Man kann das. zwar den Spawner, man kann zwar den Spawner dann für 40 Sekunden nicht platzieren, aber die Zeit geht schnell rum. Von daher. Da kannst du nichts sagen. Haben wir noch ein Bucket? Jo. So, bevor ich jetzt. Ah, warte, das mache ich ja einfach dann jetzt gleich. Zeige ich euch dann jetzt gleich mal, was der feine Herr hier noch abgezogen hat. So, wir brauchen nämlich noch die Enderium. Nein, nicht im Glacial Precipitator, bla bla bla. Hier die Enderperlen rein, da ist nichts mehr drin. Tue ich aber dem. Tue den Bucket schon mal da rein. Und jetzt ein Shiny Ingot Pulverizen. Und Sinn. So, wir haben nämlich jetzt die Energieversorgung ein bisschen umgebaut. Und zwar, der Lavatank hier ist weg. Wo ist er hin? Den haben wir jetzt nach da unten verlegt und der ist groß. Ups. Der sieht ja von hier schon nicht klein aus, aber. Man muss Naja. hinten dran schauen, wie groß der wirklich ist. Der ist verdammt groß. Wenn man da jetzt mal reinschaut, wir haben. Der ist komplett voll und wir haben 30.464 Buckets. Millibuckets sind 30.464.000 Lava. Also, wir haben Energie. Ja, wie wir die ganze Definitiv. Lava hergestellt haben, über diese Lava Fabricator von Mine Factory Reloaded, die brauchen halt einfach nur Energie und machen daraus ein Lava. Ja. Ja, something weird happens about you. Ja, flim flim, du mich auch. Also, Mechanism ist ein geiler Mod, sag ich nichts dagegen, aber. Hast du schon den. Ah, da aus den Eimer, ne? Hab's dir zugeworfen, aber du bist alles weitergerannt. Ja, warum sagst du dann nichts? Hab dich reden lassen. Also, auf jeden Fall, flim flim ist. Mechanism ist ja ein geiler Mod, aber flim flim ist einfach nur nervig, finde ich. Vor allem zu viele Nachrichten. Viel zu viele Nachrichten. Ja. Enderium Land. Haben wir noch Kyrotium Dust? Nein, müssen wir auch noch machen. Das war Sulfur, Kohle. Ach, ich mach's. Pyrotium Dust. Kannst du noch mal gerade Pyrotium Dust machen und das mit dem Enderium Land in den Induction Smelter machen? Dann zeige ich mal unseren Zuschauern mal gerade unseren neuen Zoo. Ja, wir haben jetzt einen Zoo. Ich hatte mal ein bisschen Langeweile. Ethereum das? Hä? Enderium Blend. Ja. Wir brauchen ja noch die Enderium Ingots für den Porter Spawner. Stellt mal in deren das noch mal her. Das Enderium habe ich ja doch schon zugeworfen. Ja. Das einfach mit Pyrotium, das in den Induction Smelter. Ah, okay. So, wir haben hier den frisch eröffneten RET Zoo. Da haben wir zum Beispiel hier ein Pygneus Zombificatione oder eine Pyromatius Blasius, eine humanoide Zombifikation oder eine ganz seltene Art, eine explosiver Creeperia oder hier eine Knochios Exilus oder ganz zu ganz böse eine Arachnos Polsona und das ganz gefährlichste in unserer Sammlung, ein Visarus Skeletus. Ja, es schaut uns schon böse an. Ja, wie gesagt, ich hatte ein bisschen Langeweile und wollte mal ein bisschen was Neues bauen. So, damit wir jetzt aber Wie auch viel mehr brauchen wir Proto. davon? 2 Pyrotium, das für 4 Blend war das. So, hier der Ore, die Ore-Washing Plant ist auch fertig. Das ist das Restliche, was noch gequatscht werden muss. Und hier sind die Erze, die noch in den
in die Zentrifuge müssen. Da haben wir ja noch Pyrit, Sphalerit, Alu, Galena, Zinnabar, Cassiterit, Nickel. Das ist noch schon was. Ah, sehr gut. Dann machen wir jetzt mal den Porter-Spawner. Wir brauchen für den. Ach, hast du ja umgeschaltet, okay. Für den Porter-Spawner brauchen wir 4. Ah, ne, hast du noch nicht umgeschaltet. Was sollte ich dann umschalten? Nee, ist nicht schlimm. 4 Invar, Glas, Enderium Blend und das Wichtigste, den Netherstar. Und wir haben ihn, den Porter Spawner. Endlich! So, was wollen wir mit dem Porter Spawner machen? Das, was man in Minecraft gerne mal baut, um Level zu farmen. Eine Monsterfalle. Jetzt wollen wir aber nicht damit Level farmen. Oder beziehungsweise nicht direkt. Wir wollen. Wir Ja. wollen damit Mob-Essenz Genau. farmen, und zwar mit Mine Factory Reloaded. Ich zeige euch das Ganze mal. Mob Essence sollte das hier sein, jawohl. Mob Essence. Kriegt man hier, indem man so einen Bucket macht, bla bla bla. Aber es gibt den, wo haben wir ihn? Wo ich mal gerade schauen. Da, den Grinder. Das ist quasi nicht sowas wie der Grinder von Gregtech, dass er Erze vervielfacht. Nein. Der Grinder von Mine Factory Reloaded ist dafür da, um Monster zu schlachten. Indem er Energie nutzt, um dann die Monster zu töten. Und dabei kommen immer die Items raus, die werden auch noch aufgefangen und weitergeleitet und wir kriegen flüssige Erfahrung, die Mob-Essenz. Und was wollen wir mit der Und Mob-Essenz machen? damit betreiben wir den Autospawner von Mine Factory Reloaded. Genau, Und wo? nachdem wir jetzt schon einige an Safari-Netz haben mit einigen Mobs, lassen wir die darüber spawnen. Und wir haben auch einen etwas größeren mitgebracht. Ja, ich schau mal, ob wir im Ei Warte. so ein Safari-Netz haben. Ja, wir haben dich hier Schau drin. mal, was wir. Schau mal, was ich geholt habe. Oh, sehr schön. Wir haben nämlich den Ein hier. Gas. Ja, den hier. Zum Glück hat er nichts kaputt gemacht, ne? Der hat dich getroffen. Echt? Stimmt, mir fehlt ein halbes. Ja. Mir fehlt ein halbes Herz. Oder den Gesellen. Also, wir haben definitiv genug dabei. Jo. Tue ich Wir mal können beides auch hier. Pferde spawnen, wir haben auch Pferde. Ja, also ganz ehrlich, wir können uns bald nicht mehr beklagen, oder? Nee, definitiv nicht. So. Ich muss auf jeden Fall mal. Müssen nachher echt mal gucken, was das mit dem Gelege hier ist. Das gefällt mir nicht. Oh, hoffentlich nichts Schlimmes. Alternativ sage ich schon mal Baker, dass er dann meine Player-Datei löschen muss oder sowas. Weil ich spiele hier, nehme nicht mehr auf mit 11 FPS, das geht nicht klar. Ja, damit wir aber jetzt mal ein bisschen was Produktiveres machen. Wir wollen heute mal ein bisschen was weitermachen. Nein, keine Erzverarbeitung diesmal, oder gesagt, nicht direkt. Wir wollen weiter mit Applied Energistics machen. Favorite Mod. Oh ja, und zwar, da wir es jetzt schon bei vielen gesehen haben, ich glaube, Trivolo ist schon lange gewesen, Baker und Butzer haben es, Zweet hat es auch schon, wir machen es jetzt auch mal. Wir machen das automatische Crafting-System. Die ME Molecular Chamber. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen für einen, für die automatische Crafting Chamber Heat Vents, Assembler Containment Walls, Crafting CPUs und wo haben wir sie noch? Da, Pattern Provider. Um das Ganze zu erklären, die Pattern Provider. Da werden die Festplatten drin gespeichert. Nein, nicht die Festplatten mit den Items, sondern die Festplatten, worüber wir die Rezepte speichern, die gecraftet werden sollen. Der Crafting-CPU bestimmt das Ganze, wie schnell das Ganze gecraftet wird, wie lange er dafür braucht,
Heatvent, eigentlich nur zur Lüftung. Und die Assembler Containment Vault ist das ganze Gehäuse. Gut. Wie groß wollen wir denn dann erstmal bauen? 3x3 oder 4x4? 4x4. Okay. Wie hoch? 4x4x4 würde ich dann sagen. Ja, okay. Dann packen wir 4 CPUs rein und 4 Assembler. Da passt das. Du meinst 4 Provider. Ja, Pattern Provider. Jetzt hab ich's. Gut. Also 4 Pattern Pro. Ich mach die Crafting CPU schon mal. Okay. Wir brauchen nämlich ME Advanced Prozessor. Jo. Perfekt. Wir brauchen noch ein bisschen Silikon. Mache ich gleich mal eine große Ladung. Wo ist das gerade alles hin verschwunden? Ah. Willst du das hier oben hin machen? Nein, ich will einfach dahinter Platz haben. Also. Dachtest cool. du? Ich dachte, du willst das da oben einbauen. Nein. Das ist hässlich. Ja, deswegen ja. Machen wir mal ein bisschen Silikon. Nein, nicht für die Büste. Ich wollte gerade fragen, woher du Schaden bekommen hast. Ich hab's gesehen. Gravel. Die Cobblestones Gute. Brauchst du die noch oder kann man die da zutun? Schmeiß einfach irgendwo hin. Ja, ja. Ich hab genug Cobbles. Du meinst, wir haben genug Cobbles? Nein, ich habe auch noch genug im Inventar. Puh. Auf jeden Fall brauchen wir noch Redstone. Okay. Was ist? Komm mal. Jo, wir haben eine Abkürzung. Ja. Redstone kommt da noch rein. Ich hab Wasser gefunden, Achtung. Oh, Glück gehabt. Jo. Hey, weißt du, was mir gerade auffällt? Du hast 33 ja. Tode. Ja? Schnapszahl. Ich hab leider gerade keinen Schnaps da. Oh. Okay. Leider. Ja, komm noch. Feier mal noch. Hol mal noch im Let's Play nach. Eben. Ah, kann man das Quarz-Cutting noch einfach über Nether-Quarz machen? Ja, ist günstiger. Weil Zertus-Quarz haben wir nicht mehr so viel. Müssen wir wohl mal wieder in Miner losschicken. Jo. Drei davon. Ja, die geilste Erfindung. Oh ja. Also ich habe schon von vielen gehört, dass der Miner gefeiert richtig wird. Richtig fett. Und richtig fett OP ist, ne? Ah, OP würde ich nicht sagen. Also die Kosten dafür sind nicht ohne. Die Energiekosten. Ja, das stimmt. Aber trotzdem. Er ist immer noch richtig fett OP, meiner Meinung nach. Ja. So. Noch einen Advanced.